Hallo Leute, freut mich, dass ihr wieder dabei seid auf dem Kanal der nicht enden wollenden Probleme. Heute geht es um meine Westfalia Anhängerkupplung. Eigentlich abnehmbar, aber das Ding hat sich anders überlegt. Es will gar nicht abgehen. Ja, wie gesagt, kriege ich nicht raus. Los geht's. Der Schlüssel steckt drin, man sieht es nicht, hier ist die rote Kappe ab, aber ich kann den noch schließen. Das funktioniert noch, zur Not mit einer Zange. Der muss natürlich aufstehen. Jetzt kann ich normalerweise den Nupsi hier rausziehen, das Rad drehen, bis es arretiert. Bei mir arretiert es schon gar nicht mehr. Wenn ich loslasse, springt es einfach wieder rein. Eigentlich drehe ich jetzt ja hier drin so eine Zahnstange nach unten. Wie gesagt, die jetzt arretieren sollte. Jetzt ist die Frage, ist das Ding versifft oder kann das irgendwie krumm sein? Kumpel erzählte mir, dass seiner nicht mehr rausgeht, seitdem er versucht hat, damit einen Baumstumpf rauszuziehen. Schade, war ich nicht dabei, wäre bestimmt ein cooles Video gewesen. Bei ihm ist das Ding vermutlich verbogen, aber es kann natürlich auch, wie der Zufall so will, einfach versifft sein, was gerne mal problematisch ist bei den Teilen. Ja, Frage, wie kriegen wir das raus? WD-40 hier rein oder irgendeinen anderen Rost- oder Grindlöser funktioniert natürlich nicht, der läuft nach unten raus. Ja, gucken wir mal, was wir machen. Ich versuche es erstmal mit ein paar Hammerschlägen. Holz unter, dass nichts kaputt geht. Ja. Ich und mein Holz. Ja, so gut, da tut sich nichts. Ich habe das heute mal fixiert. Mit einer Hand muss ich ja hier das Ding versuchen zu spannen. Ihr seht es besser als ich. Tut sich was? Ich glaube nicht. Ich gebe dem einfach noch mal ein paar links, rechts. Ja, während ich mir einen neuen Schlachtplan überlege und weiteres Werkzeug suche und ein bisschen Holz, werde ich das Ding jetzt mal mit meinem Heißluftföhn erwärmen. Mit einer Flamme will ich da nicht beigehen, habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht hier. Ich versuche es mal so. Das Ding wird ja auch ein bisschen heiß. Ja, so, Viertelstunde ist rum. Mal gucken, ob sich was tut. Ne, einrasten tut er immer noch nicht. Da tut sich nichts. So. Ha, hat schon wer gehört. So. Bisschen Vibration. Ich glaube, ich halte hier mal ein Holz erstmal runter. Vielleicht vibriert sich da drin was lose. Aha, guck mal, einer guck. Bewegen tut sich schon mal ein bisschen was. Dann gibt es noch mal ein bisschen Vibration. Von oben. Ganz normaler Bohrhammer. Also ein bisschen wackeln tut das schon. Das ist ja schon mal schön. Hammer.
Und zwar Hebelkraft Brecheisen. So, ich habe das hier jetzt mal fixiert, dass ich den nicht immer selber betätigen muss. Jetzt kriegt er hier genau in den Knick ein paar Schläge. Geil! Ja, geilum Authentic. Da ist das Ding, es ist raus. Aber mal gucken. Na, jetzt kann ich es sogar spannen, es bleibt arretiert. Die Kugeln sind lose, ist klar. Das hier ist eigentlich der Auslöser. Mal gucken, was passiert. Ja, funktioniert sogar noch. Die Kugeln sind draußen. Perfekt. Ich werde es mal sauber machen, schmieren. Vielleicht kriege ich auch einen neuen Schlüssel irgendwo her. Ja, also es war tatsächlich wohl verrottet. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas verbiegt oder so. Super Sache. Jetzt nehme euch mal kurz mit. Oh, sieht man's? Ich weiß nicht, ist das Original? Sieht aus, als hätte hier hinten einer was aufgeschweißt, aber von hier sieht's aus, als sollte das so sein. Ich weiß es nicht. Eine Kappe habe ich auch nicht. Kann man hier reinfilmen? Oh, keine Ahnung. Wie gesagt, das Ding ist ab, juhu. Nochmal zum Thema abnehmbare Anhängerkupplung. Einige sagen, man darf damit nicht fahren, wenn das Ding reingesteckt ist. Es muss zum Fahren immer raus. Das ist nicht ganz richtig. Es muss raus, wenn es das Kennzeichen verdeckt. Und ist das Ding montiert und man baut einen Unfall, kann sein, dass man da eine Teilschuld bekommt, weil am anderen Wagen wohl größerer Schaden entsteht, wenn sich das Ding in den Kühler zum Beispiel drückt, als hätte man einen Unfall ohne dieses Ding gehabt. Ansonsten gibt es keine Strafe, wenn das Ding montiert ist und man fährt damit einfach durch die Gegend. Ja, wie geht's weiter? Ich werde das Ding mit Druckluft ausblasen, mit WD-40 sauber machen oder mit Bremsenreiniger. Vielleicht kann man das hier oben auseinandernehmen und die Mechanik mal ein bisschen fetten oder ölen. Wieso hat das jetzt geklappt? Ich glaube einfach, es war ein Zusammenspiel sämtlicher Maßnahmen. Wenn man, wie ich jetzt hier, einen neuen Schlüssel braucht, steht in meinem Fall hier eine fünfstellige Nummer drauf, darüber kann ich einen neuen Schlüssel beziehen oder zwei. Auch eine Kappe gibt es nachzukaufen, werde ich mal verlinken in der Beschreibung. Und ich werde mir hierfür auf jeden Fall da noch so einen Plastikstopfen kaufen. Alles sauber machen und dann ist das Ding hoffentlich wieder zu gebrauchen. Ja, konnte ich euch helfen? Hat euch das Video gefallen? Lasst gerne wie immer ein Abo, ein Like oder einen Daumen da. Oder guckt meine anderen Videos, schaut mal in die Playlist. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.